Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale, dem Flugpazifisten, Begeister mit Diddle und... Tickabee! Und schaut euch mal diesen schönen Startbildschirm an. Da sind nicht nur die ganzen Main Six, sondern auch Monster Kid, Metaton und Nipsterblug zu sehen. Wie interessant. Yay. Tja, wir machen jetzt einen wirklich langen Part, weil wir nochmal durch den ganzen Untergrund laufen werden und wir eben geschieden, Tschüss zu sagen. Oder du kommst mit uns. Ja, so also, lang wird's auch wieder nicht, finde ich. Trotzdem, es könnte eine gute Stunde werden. Da geht's zu den Särgen. Stimmt. Tu deine Stimmen schon mal vorbereiten, so, das wollte ich sagen. Mal sehen, ob ich es überhaupt, ob ich es noch kann. Ja, ich weiß auch nicht, was für verschiedene Stimmen wir ihnen gegeben haben. Tja, die gute alte Judgment Hall. Wir haben dich nicht das letzte Mal gesehen. Nö, die werden wir noch sehr oft sehen. Zu oft. So, hier in New Home gibt's ja überhaupt niemanden, deswegen können wir hier die Abkürzung nehmen. Ich bin mir unsicher, gibt's im Chor Monster? Nein. Nee, oder? Nein. Weil ich bin eigentlich noch nie durch den Chor gelaufen, nachdem ich Metaton besiegt habe. Deswegen habe ich keine Ahnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine hier gibt. Nö. Dann laufen wir mal zu dem Ort, wo es Monster gibt. So, genau hier ist der Aufzug und das ist das MTT-Visor. Du kannst übrigens immer wieder nach dem Handy gucken, SMS. Ach so, stimmt ja. In jedem Raum können wir von Toriel eine SMS bekommen. Toriel hat eine SMS gesendet. Lieber Frisk, wie geht es dir? Du wanderst schon eine ganze Weile umher. Ich hoffe, du fängst dir keinen Ärger ein. Ich scherze nur, LOL. Liebe Grüße, Toriel. Ja. Da hat sie sich wohl verschrieben. PS, fange dir keinen Ärger ein. So, wir tun dann im nächsten Raum wieder checken. Wer war das? Ja, sieht aus wie eine Frau, oder? Ja. Entschuldige, aber mehr Gäste sind nicht zugelassen. Und werden auch nicht zugelassen. Wechseln wir uns am besten ab. Nur einmal sprechen, kein zweimal? Sprechen können dann die alle zwei Sachen. Ja, dann, okay, gut, nee. Ich dachte, ich sagen alle nur einmal was, bis auf besondere Charaktere. Seid ihr Leute gerade auf dem Weg nach draußen? Ich werde später nachkommen. Gute Neuigkeiten, der Aufzug funktioniert jetzt wieder. Aber jetzt ist so viel los, dass wir noch immer nicht damit fahren konnten. Ja. Als ein Schleim bin ich hoch erfreut. Am besten, wie gesagt, am besten wechseln wir uns ab. Dann klopfen wir mal. Keine Antwort. Sind die jetzt SMS. Alle draußen, ja? SMS. Ach ja, wir sind ja in einem neuen Raum. Toriel hat ein SS gesendet. Entschuldige. Ich wollte nicht Güße schreiben, sondern Grüße. Es ist schwierig, mit großen Händen zu tippen. Vielleicht sollte ich Sans fragen, für mich zu schreiben, ob das so eine gute Idee ist. Der Versuch, mit der Arbeit fertig zu werden. Ich habe das Gefühl, der ist noch schneller jetzt. Ja. So, ich habe vergessen, mit dem Papiermonster da unten zu reden. Entschuldige, die Zuflucht schließt ihre Pforten. Aber du findest es bestimmt noch immer großartig, hier durchzugehen. Jo. So, nächste SMS. Toriel hat den SMS gesendet. Sans schreibt jetzt für mich. Okay, dann lese ich dann. Ja. Blub, blub. Jetzt können wir ein Leben ohne Reservierungen leben. Okay, ob das so gut ist? Das Vieh aus Mega Man. Wenn wir gehen, ist dann mein... Was? Wenn wir gehen, ist dann mein Job. Und ich habe gerade eine Gehaltserhöhung bekommen. Ja, die sagen alle nur eine Sache. Na, sprich mal schon männlich. Ich kann nicht männlich sprechen. Ich kann es nur so Oberfläche. Wirklich. Oh Gott. Nee, ich kann es nicht. Vielleicht kann ich doch mal 2 Meter laufen, ohne in ein Rätsel zu laufen. Genau. Aber jetzt ein Pokémon Go Spieler. Ja. Sitzt du immer noch hier, Lebkuchenmann? Ah, wir sind alle frei. Oh, dann kann ich wohl den Benjamin in Ruhe lassen. Aber ich möchte mir nichts anmerken lassen, also mache ich weiter. Du kommst aber schon her, oder? Habt ihr immer noch Metaton? Ja. Was glaubst du, was würde mit Metaton auf der Oberfläche passieren? Würde er gleich zu einem Star werden oder würden Wissenschaftler ihn auseinandernehmen? Eher das. Alt, Burger Pants vergessen. Aber ich gehe jetzt trotzdem die Exams und wir erst mal checken.
Toriel hat dir eine SMS gesendet. Hey, Frisk, hier ist Toriel. Ich habe gerade 1 Million Kuchen gebacken. Möchtest du etwas? Und putz bitte deine Zähne, bevor du die Kreuzung überquerst, Frisk. Ich wusste, das ist eine schlechte Idee. Konnten wir bloß. Das warst du. Also, was kann ich für dich tun, Kumpel? So, die Freiheit. Wir sind frei? Was? Metatron hat uns das erzählt. Dann sagt er mir, denke nicht, dass du deswegen heute früher gehen darfst. Ach, mein Chef, ich liebe diesen Typen. Und damit meine ich, dass ich ihn so sehr hasse. Nochmal Freiheit. Sage davon niemandem etwas, kleiner Kumpel. Wenn man sich dann über mich lustig macht. Aber ich glaube, ich habe eine Rolle dabei gespielt, dass jeder befreit wird. Auch wenn ich nur diesen furchtbaren Job habe. Ich denke, ich habe etwas Wichtiges gemacht. Wir haben einen Glamburger von dir gekauft, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube dennoch daran. Zukunft. Kleiner Kumpel, da draußen wartet eine ganz neue Welt auf uns. Ich denke, mit meinen Qualitäten dauert es nicht lange, bis ich ein berühmter Filmstar werde. Du bist eher ein Meme-Star. Oder vielleicht endet es auch damit, dass ich wieder Burger wenden muss. Aber es kann nur noch nach oben gehen, und zwar wortwörtlich. Würde ich eben auch sagen. Nicht Pretty und Catty? Ja, den, das hatten wir doch schon angesprochen. Vielleicht sagt er was Neues. Okay, probieren wir es. Wir sind jetzt also frei. Bedeutet das, das Doppeldate ist abgebrochen? Ich weiß, es war nicht wirklich ein Date. Hier ist der Trick, kleiner Kumpel. Belüge dich einfach immer selbst, dann fühlst du dich besser. Ich mag dieses Spiel einfach und seine blumigen Charaktere. Jo. So, ich hab bei dir gesprochen und du, Catty. Genau. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich mach einfach. So, wir reden mit euch. Die Freiheit. Also, wir sind jetzt total frei und so, was? Ja, total frei und so. Cool. Ja, cool. Das Millennium der Gefangenschaft ist endlich vorbei. Ja, das ist wirklich cool. So, ich bin ein Mensch. Oh, ups, echt? Naja. Als wir sagten, wir wären Hype auf die Zerstörung der Menschheit, haben wir nur Witze gemacht und so. Haben wir das gesagt? Wahrscheinlich. Das ist sozusagen unser Schlagwort. Wirklich? Ich dachte, unser Schlagwort wäre... Bretty ist die Beste, Catty ist die Coolste. Nein. Wir haben das Wort wörtlich nie gesagt. Kann es das dennoch sein? Kann es? Die Zukunft. Jetzt wo wir frei sind. OMG, unser Traum, eine Hauskatze erfüllt sich endlich. Das ist dein Traum, Catty und so. Aber Pretty... Kann eine Katze halten? Ich möchte keinen Traum ohne dich haben. Oh, Catty. Und in meinem Traum säuberst du die Katze. Catty. Mögt ihr Katzen? Ich? Ja, ja, ich liebe Katzen. Die sind so putzig. Lecker. Pretty, nein! Ich scherze bloß. Wie was einfach, oder was? Wann hast du überhaupt das letzte Mal eine Katze hier gesehen? Oh, vor einem Tag. Da war eine putzige kleine weiße Katze. Sie hat so unschuldig geguckt. Ich habe sie eine Stunde gestreichelt. Catty. Ja, Pretty? Ich denke, das war ein Hund und so. Hunde sind nur kräftige Katzen. Das war der Annoying Dog. Man sieht sich und so. Anfangs dachte ich, sie redet über Asriel, der hier durchgekommen ist. Auf seinem Rückweg. Nee, das wäre ja nicht vor einem Tag gewesen. Das wäre ja gerade eben gewesen. Ja, wer weiß, dem Spiel wird eh nie über Zeit geredet. Nee, es soll alles in einem Tag stattfinden, habe ich mal gehört. Hi, Nice Cream Guy. Den kannst du jetzt widersprechen. Ich freue mich schon, Nice Cream auf der Oberfläche zu verkaufen. Wenn alle Menschen so sind wie du, wird es bestimmt ein voller Erfolg. Andein erzählte uns, dass sich die Königsgarde aufgelöst hat. Das war das Häschen, das hast du anders gesprochen. Egal, ich schreib's jetzt so. Schade und so, wir müssen uns wohl an Liebe und Frieden gewöhnen. Er sieht glücklich aus. Wie immer. Toriel hat dir ein SMS gesendet. Ich habe nichts davon gesagt. Ja. Handy zurückbekommen. Ich muss gerade mal orientieren. Genau, das war dann die Metatonbühne. Na, wenn man noch erschreckt guckt. Hieß Flamesman, genau zu dem wollte ich ja.
Was? Möchtest du eine Revanche? Ich will keine Revanche. Wenn wir da runtergehen, dürften wir bei Muffet, glaube ich, rauskommen. Ja. Da ist das Puzzle. Ja. Torila hat ja ein SMS gesendet. Grüße, hier ist Stans. Ich liebe meinen Bruder sehr. Ich werde veräppelt. Komisch. So, jetzt kannst du wieder. Metaton, er hat meine Stimme erkannt, als ich angerufen habe. Er hat mir sein Kleid gegeben. Ich bin so, hahaha. Was doch nicht, Fluki? Es haben mir verschiedene Leute angerufen. Also, okay. Ist das nicht. Toril hat er eine SMS gesendet. Yes, Sans. Frisk, weißt du, was ich gerne besitzen würde? Ich denke, Toriel ist sehr gut und... Entschuldige. War das jetzt Toriel oder hat das ja, selbst geschrieben? Keine Ahnung. Und ich glaube, das, was eben geschrieben worden ist, das hat wahrscheinlich Toriel als Joke geschrieben. Hi, Muffet. Bonjour, Liebling. Ich habe gerade alle Spenden zusammengezählt. Wir haben endlich genug gesammelt, um die Spinnen aus den Ruinen zu befreien. Und wir können uns nun 4 Paar stylische Sonnenbrillen für alle Spinnen leisten. Oh Mann. Okay. Sie hat sonst nichts mehr zu sagen. Nicht in den Spinnennetzen laufen. Ich hätte mal zwischen. Immer noch. So. Wenn wir hier runtergehen, gab es noch einen Kaktus zum Ansprechen. Ja, stimmt, ja. So war das nochmal. Rechts, rechts, runter. Oh, genau, hier. Und zack. Die Katze pennt. Ja, das ist gut, die hat sich die ganze Zeit voll vor uns erschreckt. Wir hatten keine Ahnung, was los war. Hey, Thunderplane! Ich denke, ich gehe zur Oberfläche. Du gehst da auch hin? Idiot, hör auf, mir zu folgen! Ja, genau. Er ist an, um an den Blumen zu riechen. Schön. Ah. Also nix. So, dann gehen wir jetzt nach oben. Da gab es nämlich auch noch ein paar Monster zum Ansprechen. Die beiden komischen. Vielleicht kaufe ich mir ein fettes Skateboard. An der Oberfläche können wir alle Arten von Fernsehen schauen. Aber ich hätte keines so gut wie die von Metaton. Es gibt schon ziemlich viel Scheißdreck hier. Andererseits, hier gibt es nur eine Sendung, die von Metaton. Ja, wenigstens haben sie irgendwas. So, gleich werden wir mal die nächste SMS. Toriel hat ja eine SMS mit dem Titel Katzenvideo gesendet. Darin beschreibt sie sorgfältig ein Video eines kleinen weißen Tieres, das sie sah. Es gibt keinen Link oder Anhang, um es anzusehen. Okay. Okay, ja. Auf der Oberfläche werde ich keine Donuts von Spinnen kaufen. Das habe ich gelernt. Sehr gut. Okay, das haben wir uns schon angeschaut. Da hat es Kraft am Band. So. Hey, sende das an jemanden, den du magst, oder ein Skelett rasselt mit seinen Knochen. Okay. Das war nicht besonders furchterregend. Außerdem hört sich das bestimmt ziemlich gut an. So, ich glaube, wir müssen rechts 2 gehen, um die restlichen Monster alle anzusprechen. Ich guck gerade nach den Katzen abwechselnd. Ach, wo ist denn die andere? Ich sehe sie nicht. Draußen, auf dem Gartenstuhl. Genau, hier war Sans Sandwich Station. Ich wollte noch einen Hotdog, aber der Hotdog-Verkäufer kam nie zurück. Davon abgesehen, war alles in Ordnung. Du solltest dankbar sein, auch wenn du keinen zweiten Hotdog bekommen hast. Wir haben sogar 30 bekommen oder so. Toastige Semmel. Schön. Süß Vulkin. Ich bin gerade unsicher, ob es hier Monster gab. Na egal, machen wir halt einfach ein bisschen Walking School. Er dachte, das ist noch ein Sonderplane. Na Mensch, du gehst? Ich muss etwas loswerden. Um offen zu sein, hatte ich zuvor Gefühle der Liebe für dich übrig. Aber als ich über mich selbst nachdachte, ist mir aufgefallen, ich liebe nicht dich. Ich war nur Fanat das Konzept der Liebe.
Die Idee der Romantik, das Konzept Zuneigung mit jemandem zu teilen. Doch dieses Begehren hat ein falsches Konzept in meinem Kopf kreiert. So eine Beziehung wäre nicht gut ausgegangen. Ich denke, es wäre doch besser gewesen, nichts zu sagen. Du Idiot! Ja. Das musste sein. So, haben wir noch eine SMS? Toriel hat dir eine SMS gesendet. Lieber Fisk, ich dachte, dir gefällt das. Hey, das ist wieder ihr Smile, oder? Ja. Ist das ASCII-Art einer Schnecke? Ey, das soll eine Schnecke sein. Das sollte aber sie sein. Ja. Das hat sie da erklärt. Du kannst wieder SMS gucken. So, jeder ja. Raum. Toriel hat dir eine SMS gesendet. Lieber Fisk, an deinem Papyrus möchten mit mir zusammen etwas kochen. Sans meinte, sie wären exzellente Köche. Ich bin aufgeregt. Wenn du Glück hast, bleibt für dich etwas übrig. Ich passe. Die beiden sind keine guten Köche. Und gleich wieder nach SMS gucken. So, das Rätsel mache ich nicht nochmal. Lieber Fisk, wenn Sans eine Band starten würde, weißt du, wie sie heißen würde? Beamer und Fimor. LOL. PS, das ist nur ein Witz. Bringe mich nicht mit Beamer in Verbindung. Das muss ich jetzt einfach so sagen. So, das Rätsel kannst du machen, oder gib's mir. Dann machst du hier, nimm den Controller. Ich hab Lust, was zu machen. Ich wollte dich eigentlich die Final Bundle-Held machen lassen, aber die darfst du so oder so machen. Moment, dann stimmt. Hast du versagt. Schon hab ich versagt, ja. Nein, wollte ich doch... Ach, okay, so geht's aber auch. Zeit, was zu trinken. Yep. So, wenn ich jetzt das mache... Genau, ja stimmt, ich kann ja immer nur... Stimmt, ich kann immer nur in die Boxen sein. Okay. Krieg ich trotzdem hin. Technisch gesehen muss der Pfeil da oben links sein, wenn du nach ja, oben gehst. Genau. So, das heißt... Jetzt geht's nicht. Jetzt geht's nicht. So, ich will ein bisschen meinen Kopf anstrengen. Ich habe mir jetzt genug Rätselspiele für dich. So, jetzt wird's gehen. Ah, verdammt, nee, da habe ich doch jetzt einmal zu viel gemacht. Ja. Ich sage, stimmt doch gerade was nicht. Moment, stimmt, das wird sich nie ändern, oder? Stimmt, wenn ich das immer wieder mache, wird sich das trotzdem nicht ändern, hä? Irgendwann. Ah, natürlich, ich muss einmal zurück. Hättest du jetzt nicht drauf treten müssen, übrigens. Ach, natürlich, ja, okay, dann wird es jetzt wieder nicht gehen. Stimmt, das kann ich auch so jetzt schon steuern, ob es funktioniert oder nicht. Nee, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wieder zurück. Ich muss einmal drauf, okay. Einmal muss ich noch drauf, dann klappt's. Na dann. Ah, da kann ich aber nicht dahin. Ah. Sag mal, schwierige Rätsel, aber das nervt irgendwie. Ja, das nervt gerade wirklich. Sag mal, wie hat das funktioniert? Geh da hoch, versuch's dann mal rüber zu gehen. Ach, natürlich. So. Ja, so funktioniert's. Gemeinsam gelöst. Nein. Ah, verdammt. Das war falsch. So, wenn ich jetzt rübergehe, funktioniert es nicht. Dann wird der Pfeil wieder nach links gehen. So, das heißt... Ich muss jetzt noch einmal dahin. Moment. Funktioniert wieder nicht, hä? Wie haben wir das gelöst? Ich weiß es nicht mehr. Deswegen wollte ich es ja nicht machen. Aber ich will das jetzt hinkriegen. Das macht mich jetzt kirre. Dann weiß ich mal, ich will wieder was reden. Nee, das ändert nichts. So, ich da jetzt bin, nee, da kann ich jetzt noch so zurückgehen, wie ich will. Hä? Das geht doch gar nicht. Moment, mach nochmal alles wie eben. Ja? Und wieder runter und da wieder hoch. Jetzt wieder hoch? Jetzt wieder da, auf den du da eben warst. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach unten. Ach, natürlich. Okay, oh genau. Gott. Genau. So, jetzt kannst du den Controller wiedergeben. Ich laufe nicht automatisch, Fisk. Was soll das? Die Käse hat es immer nicht geschafft, die Maus zu kriegen. Ja, genau. Die Käse versucht, die Maus zu fressen. Da müssen wir einen Horrorfilm draus machen. Ist das Pybo? Ja. Haha, ich frage mich, ob Menschen sich mit mir anfreunden.
Krass, das wird nie passieren. Du bist doch zu heiß. Es gibt Leute, die mögen Hitze. Wir gehören nicht zu ihnen. Wir werden nicht dein Freund, Pyworp. Es tut mir leid. Nö. Das war, glaube ich, hier Metatons Death Report, oder? Genau. Schöne Musik hier, ja. Chor? Ich glaube, soweit ich weiß, keine Monster. Ich gehe trotzdem mal kurz gucken. Da kamen wir gerade her, Schatz. Ja, ich habe mir aber noch nicht alles angeschaut. Achso. Nee, hier gibt's nichts. Gut. Dann bin ich wieder dahin gehen, wo wir dann auf den Chor schauen. Oh, was mache ich denn? Ich bin ein Vollidiot. Ich sage, ich bin total Dinner for One. Ja. Wer sich fragt, was ein Dinner for... Das war auch wie ein Dinner for One. Hättest du gar nicht machen müssen. Oh, ich habe gedacht, da kann ich dich lachen. Ich frage, was ein Dinner for One machen ist. Das habe ich in Little Thor irgendwann erfunden. Das war ein Secret of Mana, glaube ich. Nicht das Spiel, wo wir es erfunden haben, sondern das haben wir irgendwann im Alltag gemacht und dann auch, sagen wir es regelmäßig. Es geht darum, jeder, der Dinner for One kennt, kennt die Stelle, wie der Butler um den Tisch rumläuft und immer wieder einen totalen Umweg macht dabei. Also so einen kleinen Umweg, in dem man noch einmal halb um den Tisch geht, bevor er zurückgeht. Und das nennen wir ein Dinner for One machen, einen Umweg machen, der eigentlich nicht sein müsste. So, wieso hast du nicht die ganze Zeit keine SMS abgerufen? Ach so, ja. Toriel hat den SMS gesendet. Lieber Frisk, Andein ist sehr stark. Pyworp hat gewettet, dass sie nicht jeden von uns hochheben könnte. Sie konnte es. Dummerweise konnte sie aber nicht mehr alle abstellen. Und was habt ihr dann gemacht? Gleich wieder SMS. Toriel hat dir eine SMS gesendet. Lieber Frisk, Elfes erzählt mir viele interessante Fakten über die Menschenwelt. Einige davon stimmen aber nicht. Frisk, du hast dir doch nichts Komisches erzählt, oder? Nein. So den Tisch festgeklebt. Okay. Immer noch. Ja. Mann, bald sind wir durchs Hotland. Puh. Oh, da können wir gar nicht hin. Oh, aber SMS. SMS. Ja, da müssen wir jetzt den Aufzug nehmen. Toriel hat ja ein SMS gesendet. Lieber Frisk, ich hörte, dass die lange Benutzung eines Computers gesundheitsschädlich ist. Aber ich habe dich noch keinen Computer nutzen sehen. Du musst sehr gesund sein. Wie nett. Okay. Ich will mal kurz ausprobieren. Probier jetzt nochmal das SMS abzurufen, ob du eine neue kriegst. Oder immer, oder wieder eine alte. Oder der SMS gesendet. Lieber Frisk, ich denke, ich werde mein Handy jetzt abschalten. Ah, okay. Meine Freunde sind alle liebenswerte Leute. Ich werde Zeit verbringen, um sie besser kennenzulernen. Sei artig, ja? Liebe Grüße, Toriel. Ja, und jetzt kriegen wir auch keine neue mehr. Ja, jetzt können wir kein SMS mehr abrufen. Mit den anderen können wir eh nicht reden. Weil dabei wir sind Andeins Telefon hat keine Batterien mehr. Und die Nummer von Elfes hatten wir überhaupt nicht. Und ich glaube, Weisko hat überhaupt kein Handy. Naja, und Sans tut irgendwie nichts herausrücken, was ihn betrifft. L1, was war nochmal die Bedeutung laut? Limettengrün. Genau, Limettengrün. Das war Andeins Bezeichnung. So, gehen wir mal kurz in Alfes Labor. Ich hätte niemanden zu stehen. Nö. Wieder ins Tool-Lab? Nee. Ich glaube nicht, dass hier jemand steht. Nö, glaube ich auch nicht. Ich gehe trotzdem mal kurz in Alfes Zimmer. Spanner. So, da wollen wir doch nicht so oft. Mit der Tonne ist repariert, wie es scheint. Und runter mit uns. So, dann laufen wir jetzt Richtung Waterfall. Okay, ich werde mir ein paar nette Drinks an der Oberfläche genehmigen. Es ist ein Wasserspender, ein Becher Wasser nehmen. Jo, du nimmst einen Becher mit Wasser. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Ja. Der Becher mit Wasser ist wieder beim Wasserspender. Okay. Hey, Sans. Die Sans-Station, er ist nicht anwesend, wir wissen doch, wo er steckt. Willkommen in Hotland, das konnten wir damals gar nicht genießen, weil wir ja vor Andein weggerannt sind. Aus irgendeinem Grund an unser Handy gegangen sind. Ja. Also unhöflich ist nicht abzuheben. Ich spreche einfach mal zwischen. Ja. Da ist der Typ. Du schon wieder? Bah, es ist mir egal, ob wir frei sind. Denkst du, Menschen würden sich um die Details klassischer Rätsel scheren? Warum nicht? Ich denke irgendwie schon, manche würden das mögen. Es gibt doch einige Rätselfreunde unter uns.
Was sagen die Blumen? Die sagen nichts anderes. Die sagen nichts Neues. So, bis hier lang? Ach ja, das war die Stelle, wo wir dann online begegnet sind, oder? Ja. So, schnell hier durch zum Tammy Village. Nein, Frisky. Das bleibt die ganze Zeit so. Echt? Oh, muss man jetzt die Lampen nicht mehr anmachen? Nö. Cool. Wieso sind denn die ganze Zeit ausgegangen? War das so eine Art Menschenrätsel oder was? Ja. So, ab zum Tammy Village. Oder Tammy Dorf, wie es hier heißt. Tem, 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 tem. So, hier lang. Wir hatten es ja bereits so gemacht, dass wir den Weg sehen, oder? Ja. Ja. Hi, Tammys. Wow, Tam hat Neuigkeiten gehört. Sehr gut. Wow, Tam hat Neuigkeiten gehört. Sehr gut. Hm. Ja, ja, Tams sind frei. Eine tolle Entwicklung, was? Ja, Bob. Hey, der redet auch im Gegensatz zu den anderen normal. Ja. Wow. Wenn Tams zur Oberfläche gehen, sehen wir viele putzige Menschen. Jeder ist frei, aber Tam! Tam geht nicht! Tam schaut Ei an! Tam werden glückliche Eltern! Es ist immer noch hart gekocht. Häufs! Der Pilztanz sehen wir wieder nicht. Immer noch dieselbe Bedeutung. Wie sieht Hai aus? Oh Mann, ja, das ist neu. Es symbolisiert meine ungezügelte Freude. Die Regierung hat mir gesagt, dass sie bereit sind, mich nach draußen zu transportieren. Warum lächelst du nicht wegen meines Tanzes? Das fühlt sich etwas gemein an. Was, wir lächeln doch. Ja, irgendwie. Na, nochmal in den Shop gehen, mal ja, sehen, was er sagt. Hi, willkommen im Tim Shop. Guten Tag. Hoi, ich bin Tammy. Über Tammys Rüstung. Tam-Rüstung so gut, jeder Kampf wird so einfach. Aber Tam denkt, wenn du Rüstung nutzt, sind Kämpfe nicht fordernd. Aber Tam hat Lösung. Tam bietet Kredit an. Wenn du viele Kämpfe verlierst, wird Tam Preis reduzieren. Wenn Kampf fordernd wird und du frustriert bist, kannst du Tam Rüstung günstig kaufen. Aber Tam Rüstung ist so gut, versprich nur zu kaufen, wenn du es wirklich brauchst. Okay. Tam Geschichte. Ja, ja, Tam hat Zertifikat im Tam-Studium gekriegt. Tam kann alles über tiefe Geschichte von Tam sagen. Na dann erzähl. Ja, ja. Okay, ich hab nichts mehr zu sagen, bitte nach. Ja, ja, geh jetzt auf Tam-Laden. So, jetzt will ich kurz gucken, wie viel die Reise die wurde tatsächlich schon runtergesetzt. Ich hab noch ein paar Mal verloren. Tja. Mach Kämpfe zu leicht, stand da. Wer hat Tammy aus dem Shop nicht wirklich die Neuigkeiten mitbekommen? Nein. Tja. Ob die wirklich so niedlich wären für Menschen, die vor dir, das ist so ein Tier, das die ganze Zeit so mit dir redet. Es sind ja keine Tiere, es sind Monster. Man muss sie als Person betrachten. Wieso gibt es eigentlich keine einzige Fanfiction über Tammy? Stimmt. Comics über Tammys habe ich schon gesehen, aber keine Fanfiction. Jetzt muss ich an den Kampf gegen Mega-Tammy denken. Das könnte so ein anderes Web sein, da tauchen nämlich Tammy und Flobby die Plätze. Okay. Ich will das Flobby Village sehen. Na, was hat er zu erzählen? Du siehst ihn. Ich wusste, du schaffst es. Warum Fluffy Buns? Ja. Hatten wir doch schon. Nee, das hat er uns noch nicht erzählt. Okay, okay. Ich erinnere mich jetzt zurück. Es war die monatliche Ansprache im Schloss und die Königin hat über die aktuelle Lage gesprochen. Als sie fertig war, übergab sie dem König das Mikrofon. Aber sie bemerkte nicht, dass sie das Mikro noch in den Händen hielt, als sie sagte: Du bist dran, Fluffy Buns. Das Publikum musste laut loslachen. Als sie bemerkte, was sie sagte, musste auch sie loslachen. Nach einer Weile erhob der König seine Hände, die Menge wurde ruhig. Er lehnte sich über das Mikrofon und er klang auf einmal sehr ernst. Liebes Volk, ich danke euch für eure Teilnahme. Ich, König Fluffy Buns. Und der Rest ist Geschichte. Schöne Geschichte. Ist Esko eine Ziege? Wie? Eine Ziege? Das erinnert mich an etwas. Toriel trug einmal ein Mu-Mu-Mu mit Blumenmuster.
Ich glaube, ein Mumu ist so eine Art Kleid, das besonders gut an dicken Personen aussieht. Ja, genau. Die Leute sagten dann, nettes Mumu, worauf sie dachte, dass die Leute sie als Kuh sehen würden. Also trug sie es nie wieder. Wie war noch gleich die Frage? Oh, richtig. Eskor. Er gehört einer interessanten Monsterart an, der stärksten von allen. Wir nennen sie Bossmonster. Wenn sie ein Kind haben, geht die Seelenkraft der Eltern auf das Kind über. Das Kind wächst, während die Eltern altern. Aber Eskor hat kein Kind. Also hat er immer das gleiche Alter und das wahrscheinlich für immer. Wie? Was? Wenn das Kind ein Mensch ist? Wie bitte? Nein, das würde nicht gehen. Wenn Eskor dein Vater wäre, würde er dich bestimmt überleben. Also, weil das vielleicht ein bisschen falsch ist. Bei Bossmonstern ist das so, wenn die ein Kind haben, in dem Fall also Esfiel, wächst Esfiel, aber währenddessen altern die nicht. Da Esfiel aber tot ist, sind sie jetzt für immer in diesem Alter gefangen. Okay, komisch. Die würden erst wieder wachsen, wenn Esfiel erwachsen wäre. Finde ich trotzdem unlogisch. Weil ich glaube, es hat sich im Englischen ein bisschen besser erklärt. Wenn die Kraft übergeht, dann sollte sie nicht wiederkommen, wenn das Kind stirbt. Ist sie ja nicht. Aber ich meine halt, die Seelenkraft ist übergegangen, das heißt, stimmt, Moment. Halt, er hat es ja doch, nur erklärt, ja. Wenn sie ein Kind bekommen, hören sie auf zu altern. Moment, aber er hat gerade gesagt, sie hätten kein Kind. Er weiß nicht, dass es Esriel gibt. Wieso altern sie dann nicht? Wieso wundert das keinen? Natürlich weiß Görsen, dass es Esriel gibt. Der war schon vor dem Krieg da. Aber Esko erinnert sich selber an sein Kind nicht mehr. Wieso erinnert er sich an das Kind? Die erinnern sich alle als Kind. Sie wissen bloß nicht, dass Flowey Esriel ist. Ich bin verwirrt. Ich dachte, keiner erinnert sich mehr an Esriel. Nein. Der ist ja nicht aus Zeit und Raum verschwunden, der ist ja gestorben. Achso, okay, stimmt. Alles klar, nee, ich nehme das recht. Entschuldigung. Jetzt war's grad ein bisschen verwirrt, oder? Ich war verwirrt, ja, ich war verwirrt. Vergiss es. So, Eskor und Toriel. Oh ja, natürlich. Toriel war die Königin und Eskor war der König. Es war tragisch, als sie ging. Denn jeder wusste, dass sie das Hirn hinter dem Thron war. Aber es war auch ein klitzekleines bisschen befreiend, weißt du? Die beiden waren wirklich unsterblich verliebt. Sie zeigten sich in der Öffentlichkeit immer als putziges Paar. Ihre Kinder waren beschämt. Sie waren so putzig, dass es mich krank machte. Zum Glück sind die Zeiten vorbei. Das war jetzt aber unfair. Andein. Ja. Andein. Sie hat sich wirklich von einem kleinen Straßenkind weiterentwickelt. Ich war in alten Zeiten auch als Held bekannt. Görsen, der Hammer der Gerechtigkeit. Als Andein jünger war, folgte sie mir und sah zu, wie ich ein paar böse Gestalten fertig machte. Manchmal hat sie sogar versucht zu helfen. Auch wenn sie meistens Leute angriff, die keine schlechten Leuten waren. Ich fand es trotzdem toll. Wie hast du Andein erzogen? Tja. Tjo. Ich hab dir eine ganz andere Stimme gegeben gehabt, aber was soll's. Was soll's, jetzt hast du halt eine neue Stimme gehabt. So, du musst noch mehr reden, denn... Halt, ich rede erst für die Schnecken. Es ist eine Schnecke. Du fragst dich, ob Toriel sie gesehen hat. Okay. Schleim, du hast das Ende deiner anstrengenden Reise erreicht. Schleim, was für eine lange Reise. Denke daran, die Muskeln zu strecken. Okay. Der Immobilienmarkt wird jetzt vermutlich zusammenbrechen. Du weißt ja, zu Hause ist da, wo das Herz schlägt. Die Schnecke hat sich für das Geld einen Hut gekauft. Keinen Hut. Wollte gerade sagen, sieht man nicht. So, die Sonders Nadel können wir nicht mehr machen. Echt? Schade. Ja, weil Nebste Blut nicht hier ist. So, guck mal, wen wir hier haben. Da bist du ja, Frisky Schnucki. Sieh dir diese Augen weiter an. Elphys ist mit dem neuen Körper fertig. Sieht genauso wie der andere aus. Oh, hast du schon gehört? Die Barriere ist offen. Ich kann es kaum erwarten, die Sonne zu sehen. Das größte aller Spotlights. Oh ja, ich denke, ich sollte auch dir danken, Schnucki. Bevor ich dich bekämpfte, hatte ich vergessen, wie viel Spaß es macht, mit anderen aufzutreten. Ich habe nach einem heißen Talent für meine Truppe gesucht. Chiron wird meine Backup-Sängerin. Und Napster Blue hier wird mein Soundmixer sein. Wir drei werden zusammen auftreten. Das war längst überfällig, nicht wahr? Frisk Schnucki, kannst du mir bei etwas behilflich sein? Welche Art von Merchandise denkst du kaufen, Menschen? Ich habe an einiges gedacht. Buttons mit mir, Sticker mit mir, CDs mit mir.
Poster mit mir, T-Shirts mit mir, Unterwäsche mit mir. Die Unterwäsche kaufe ich. Okay. Und Toriel-Plüschpuppen. Ha, die gibt's sogar. Hm. Aber weißt du, mit meinem Gesicht anstatt ihres Gesichtes? Das Verändern würde die Beine dran machen. Ja. Was denkst du? Eine Ja- oder Nein-Option wurde nicht eingeblendet. Wunderbar. Ich stimme dir voll und ganz zu. Oh, Frisk, warum schaust du nicht nach Alphys? Was Alphys macht, verdammt. Seit diesem Lichtblitz arbeitet sie hart daran, dass alles funktioniert. Haha, wurde auch Zeit, was? Oh, okay, hatten wir schon. Okay. Was? Ah, nein, sagt Hi. Dann sag ihr, dass ich etwas Cooles sagte. Mensch, ich vergesse nie, wie du mich aufgemuntert hast, als ich vorgab zu schlafen. Niemand hat so sehr an meinen Fake-Schlaf geglaubt. Das ist peinlich, aber... Wie lautet dein Name? Jeder kennt ihn, außer ich. Es scheint, ich habe das Neueste verpasst. Ich saß nur zu Hause und habe Musik gehört. Draußen gab es einen Lichtblitz. Ich sah, wie die Schnecken verschwanden. Da hörte ich ein Klopfen an der Tür. Lichtblitz wollte hereinkommen. Ich schloss die Fensterläden. Jetzt kennt jeder deinen Namen, außer ich. Frisk? Okay. Ich werde ihn nicht vergessen. Dein Name? Frisk. Ich habe es nicht vergessen. Weil ich die Buchstaben auf meine Hand geweint habe. Ja, interessant. Nebst der Blut war also nicht innerhalb von Esfriel. Ja. Vor allem, er hat angeklopft. Ja, und er die Fensterläden geschlossen hat. So, gucken wir mal kurz nach dem Feuer in Andeins Haus. Das brennt immer noch. Hi, Mad Dummy. Du hast also geholfen, dass wir alle frei sind? Ich habe mich wohl wie ein echter Dummy verhalten. I get it. So, hier geht's zum Trash. Da wird niemand stehen. Sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass nie irgendein Monster dort ist. Gut. Ach na ja, gehen wir gucken, was soll's. Der Part kann ruhig 2 Stunden lang werden. Wer es nicht angucken will, soll sich's nicht angucken. Gucken eh nur wenige Leute bei mir zu, aber ich schätze alle, die einschalten. Yep. Vielen Dank dafür. Wir machen es ja auch nicht des Geldes wegen. Ich tue nicht mal Geld dafür verlangen. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich teile es einfach nur, was schon da ist. Ach, sieh mal, da ist ein Boschua. Stelle deine dreckigen Füße hier nicht ab. Ich habe erst sauber gemacht. Okay, das passt. Also die goldenen Blumen. Sie hat doch gelohnt, hier lang zu gehen. Haben wir ein Wunder, dass wir dreckige Füße haben. Wir sind zur Hüfte im Wasser. In Abfallwasser. Viele sind übrigens der Meinung, es wird im Spiel nie erwähnt, dass Frisk wirklich ein Kind ist. Es könnte einfach ein Erwachsener sein, aber jeder hält Frisk für ein Kind wegen einem gestreiften Pullover. Stimmt. Aber ich bin doch der Meinung, dass Frisk wirklich ein Kind ist, denn Toriel hat bestimmt schon Menschen gesehen. Na dann, lass dich rüberfliegen. Außerdem ist es einfacher, ein Kind so geschlechtsneutral darzustellen. Ist nur ohne die Musik. Lass dir Zeit, Kumpel. Ja. Ist das eine Ente? Sieht aus wie ein Tamagotchi. Aber sie guckt wie Frisk. Irgendwie schon. Wir haben ein ähnliches Gesicht. Und sind auch gelb. Ich fühle mich verbunden. Vielen Dank, Vögelchen. Du schießt halb im Wasser. Wir können jetzt gehen und die echten Sterne sehen. Aber ich weiß noch immer nicht, was die sind. Ist nicht so, da müssen wir jetzt noch den anderen Weg lang gehen und gucken, ob da vielleicht noch ein paar Arons rumstehen. Hier haben wir jedes Mal Papyrus und dann Undyne angerufen. Gott, wir sind hier wirklich lang gelaufen. Ich glaube, hier haben die Ballettschuhe gelegen. Ja. Jawohl. Wie kam der Staub auf das Tütü? Denn schließlich war die blaue Seele ja Integrität, also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Integrität ein Killer ist. Hm. Das kann natürlich auch einfach nur Notwehr gewesen sein. Yep. Ah, und Jensan. So, bevor der mit uns redet, müssen wir eine Weile laufen, stimmt's? Ja.
Jetzt wird er reden. Ich wusste es. Ich frage mich, wann wir alle frei sein werden. Denn wenn wir hier sind, wie erfahre ich dann darüber? Naja, ich halte meine Tentakel für dich offen. Hörst du? Sobald ich davon höre, bin ich der Erste, der es dir sagt. Hörst du? Dieses Gesicht. Muss jemand hier Scheiben und der Amalgam. So, kann ich von hier aus mit Scheiben reden? Nö, kann ich gar nicht mit Scheiben reden. Es wäre schön, wieder bei meiner Schwester zu sein. Also ist Scheibens Schwester in diesem Amalgard. Aber... Und hier ist immer noch das Memory zu hören. Ja. So. Mal gucken, ob hier noch jemand ist. So, haben wir noch irgendwelche Theorien zu sagen? Oder wollen wir uns über Fandom aufregen? Warum sollte man sich über das Fandom aufregen? Es gibt schon ein paar Idioten im Fandom. Ich muss sagen, die meisten Leute, die Fanfiction und Artwork machen, die gefallen mir doch sehr gut und die machen sehr schöne Sachen. Ja. Was mich ein bisschen nervt, ist das Shipping. Ich meine, jeder kann shippen, was er will, aber man muss doch nicht die ganze Zeit Romantik und alles bringen. Richtig. Ich meine, es regt mich ja sogar schon auf, wenn jemand mit in FFs, also nochmal schlimmer, in FFs Shipping von echten Personen macht. Das, finde ich, ist ein absolutes No-Go. Du kannst Fan-Charaktere shippen, aber echte Personen solltest du niemals shippen. Ich habe tatsächlich ein Fan-Fiction gefunden, bevor ich jetzt mal nur rede. Da hat jemand Markiplier mit Freddy Fazbear geshippt. Okay. Ja. Du bist dran. Erst sind Geister echt und dann sind Animes echt. Alle Albträume sind wahr. Albträume. Gut, dass wir hier noch lange sind, Aaron. Keine Sorge, den Weg zurück können wir dann mit der River Person abkürzen. Yep. Aber ich find's einfach so schön, dass man durchs ganze Spiel laufen kann. Andere Spiele bieten dir sowas nicht. Stimmt. Es ist absolut selten, dass man wirklich die ganze Welt nochmal sehen darf, nachdem man den Boss besiegt hat, sozusagen. Naja, aber okay, GTA, boom. Da darf man das, okay, da hast du ja auch eine Post-Story. Ja, aber ich muss sagen, es gibt Sachen, also das finde ich auch bescheuert, wenn du zum Beispiel bei Resident Evil weißt, irgendwann ist so immer so ein Point of No Return. Genau. Dann kannst du nicht mehr zurück und ich finde es echt halt auch so schade, vor allem halt auch so bei Spielen, wo dann am Ende dann eine Atombombe gezündet wird, weißt du, du kannst auch nicht mehr zurück. Es war auch ein bisschen schade bei Okami, sage ich mal. Da gibt es nämlich auch ein Point of No Return, auch wenn es dann halt ein Ende hat und so und man zufrieden sein sollte, aber es wäre einfach schön gewesen, die Welt danach nochmal zu sehen. Ja. So, und da war der Pianoraum. Nix. Komm, wir spielen irgendein Lied. Dann spielen ein Lied. Das bringt ja nichts. Ja. Übrigens, wie man hier sieht, Scheiben ist wirklich nur dieses kleine Monster, worauf sie normalerweise sitzt, das ist so eine Art Podest oder so. Er ist eine Schnecke, würde ich sagen, das ist ihr Manager. Könnte gut sein, ja. Ja, das ist so eine Schnecke, die nach oben guckt zu ihr. Hi, Unwinson. Hast du noch was zu sagen? Es muss bald soweit sein. So, ich sollte mir es ihm sagen. Nö. Gut, dann gehen wir. Ist doch wie don't give a fuck. Arme Unwinson. Ich fühle mich christlich. Dinner for One. Ich weiß, ich habe wieder ein Dinner for One gemacht. Das ist doch einfach mein Ding. Ja, und wir finden die Musik hier wirklich schön. Ja, ich mach's die ganze Zeit mit irgendwas in der Gegend, die ich bei mir griffbar hab. Mit einer Flosche. Nein, mit dem Ding, mit dem ich die Höhe von meinem Sitz verstellen kann. Ja. Na, wollen wir das Teleskop benutzen? Können wir gar nicht. Ja. Mal wieder zwischenspeichern. So, wir sind bei Waterfall fast durch. So, den müssen wir benutzen. Genau. Hey, Gold für die Fähre. Spring auf. Blub. Eine Unterwasserfähre. Danke, dass du auf meinem Köstchen gestanden hast. Hier hast du 3 Gold. Der ist echt so ein Fetischist. Ja.
Sadomaso für dich ist. Ich mag es einfach, den Charakteren voll übertriebene Stimmen zu geben. Du müsstest aber viel mehr aus dir rausgehen, Schatz. Ich will nicht so übertreiben wie Markiplier, das ist nämlich schon zu extrem. Ja, willst du nochmal zur Bank gehen? Das können wir machen. Vielleicht ist da ja was. Ich war nicht bereit für die Verantwortung. Wer hat das bloß gesagt? Tja. Eigentlich kann man das auf so ziemlich jeden Charakter projizieren. Das könnte Toriel gewesen sein. Stimmt. Es könnte auch Sans gewesen sein. Es könnte Elfes gewesen sein. Nö, ist keine da. Hier ist niemand mehr. Nur noch eine Bank. Na klar, was machst du hier? Das ist schon Zeit zum Essen. Ich läuft wieder mit den rum. Ja, ich glaube, die macht hier eine kleine Runde. Ja. Im Schatten. Ich finde Water voll schön. Steine. Du hast getroffen. Die Steine, die Anlein dort verteilt hat, weil sie keine Lust hat, ein Puzzle zu erstellen. Redest du das immer wieder? Trau niemals einer Blume. Das ist eine Grundregel unserer Welt. Moment, jetzt muss ich nochmal neu mit dem reden. Das ist eine... Ja, okay, ja, das sagt doch genau dasselbe. Bist du langweilig. Hey, es wird kein Eis mehr geworfen. Ja, der braucht doch jetzt kein Eis mehr werfen. Warum? Der Korb wird abgeschaltet. Ach, stimmt. Er ist nebelt wieder. Ja, ja, aber doch damals gegen Pipes gekämpft. So, deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir eine besonders wichtige Person besuchen. Ja, wir müssen noch einen letzten Abschied machen. Versuch's den Mülleimer. Für immer. Das sind die Hunde. Ich habe letztens den Typ geredet, also bist du wieder dran. Ein formloses, vorstellendes Familienmitglied zu haben, ist super. Sie bewegen sich immer, also sehe ich sie zu 100%. Alle unsere Eltern wurden zu einem furchtbaren Wesen. Das ist in Ordnung. Es hat unsere Familien echt zusammengebracht. Ja. Sehr makaber. Die verstehen sich. Jetzt da unsere Eltern ein Wesen sind? Bedeutet das, ich bin mit meiner Schwester verheiratet? Warte, wir sind Hunde. Das ist normal. Das ist wirklich normal. Ja. Ich weiß nicht, ob Inzest bei Hunden nicht so gravierend ist wie bei Menschen, aber sie machen es halt. Willkommen in der Bibliothek. Das ist der letzte Tag, an dem wir geöffnet haben. Also mach so viel Lärm, wie du willst. Ja, Lärm, machen wir Lärm. Der größte Kampf meines Lebens ist vorbei. Ich habe die heutige Kinderwortsuche gelöst. Dieses Einhornmonster, den ich hergestellt. Oh je, es gibt so viele Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wo ich loslegen soll. Wie wäre die Schlagzeile? Monster befreien sich aus dem Untergrund. Nee, das hat nicht genug Schwung. Wie wäre es mit Top 10 der Monster, die den Untergrund verlassen haben? Das wird das letzte Problem unserer Zeitung sein. Warum setzen wir nicht ein großes Das Ende auf die Titelseite? Wollt ihr keine Zeitung mehr rausgeben auf der Oberfläche? Ja, wollte gerade sagen. Monster News oder so. Vergiss nicht noch mit den Steinen zu reden. Mach ich. Eiswolf muss nicht länger Eis werfen. Eiswolf kann jetzt eine Pause einlegen, um neue Hose zu kaufen. Stimmt, der hat gar keine an. Irgendwie, du hast doch Fell. Jetzt können wir Monster und Menschen mit echten Menschen spielen. Wenn Menschen Monster und Monster... wenn Menschen Monster und Menschen spielen, nennen sie es dann Menschen und Menschen? Das scheint der Anfang einer neuen, grenzenlosen Welt zu sein. Aha, dieser Abenteuergeist. Ich fühle mich wieder jung. Und meine Kinder sind wie Doppelkinder. Das war strange. Ah, ein tolles Klopfen. Okay. Ja, hatten wir schon. Oh, sind wir frei? Endlich! Ich kann aufhören zu lächeln! Du lächelst immer noch. Scheint, als müsste ich mir über tolle Witze nicht mehr den Kopf zerbrechen. Ich wollte gerade einen Witz erzählen, aber mir fällt keiner mehr ein. Okay. So, reden wir mit all den Gullwies. Ich verfrage mich, ob es an der Oberfläche heiße Typen gibt. Oh, und Tonnert mit Winks. Oh, ich bin bereit. Bald werde ich ein menschliches Essen ausprobieren können. Und dann werde ich auch ein menschliches Badezimmer ausprobieren.
Okay. Das wird mal Zeit dann. Hey, die Leute müssen nicht mehr aus der Stadt hierher ziehen. Scheint, als würden wir nicht die regionale Kultur verlieren. Außer, wir ziehen alle hier aus. Naja, ich schätze, es kann sich ja nicht nur um Rabauken handeln. Gute Arbeit. Wow, Wilby hat geredet. Wow, eine brandneue Welt. Ich muss wohl nichts mehr für Wilby übersetzen. Was in Ordnung ist, da ich eh nur erfand, was er erzählte. Letztendlich kenne ich keine Frauen an Land. Kann... Was? Oh Gott. Wieso kannst du das lesen? Nee, kann ich ganz echt nicht lesen. Letztlich konnte ich keine Frau an Land ziehen. Also Kind, ich gebe dir folgenden Rat. Versuche nicht, heiße Leute mit einer Angel zu fangen. Ich vernehme dein bestürztes Wiehern. Es hat endlich ein Pokerspiel gegen sich selbst gewonnen. Okay. Hi, Politik-Sphäre. Ich hörte, Dr. Elvis erzählt dem König und der Königin, was für schlimme Dinge sie tat. Der König fühlte sich so schlecht für sie, dass er ihr eine große Umarmung schenkte. Dann hat die Königin sie gefeuert. Jetzt haben wir keine königliche Wissenschaftlerin mehr. Das ist Politik. Jo, was geht ab? Ich habe mal ein wenig nachgedacht. Vielleicht ist Anlein nicht so cool, als wir dachten. Sie ist ein wenig gemein. Aber jo, ich habe gerade jemanden gefunden, der viel cooler ist. Ich liebe es. Ich liebe das. Es wäre nett, den Menschen und unsere Tradition mit den Geschenken zu zeigen. Sie fänden das wahrscheinlich so seltsam. Das Kind dort hat mir gesagt, es wäre seltsam, ein Kaninchen als Haustier zu halten. Als erstes ist es nicht seltsam, es ist putzig. Zweitens, was? Es ist normal, deinen kleinen Bruder an der Leine zu führen, was? Ne? Sind andere auch so paar von diesen watschelnden Amalgamates? Oder Amalgamates, je nachdem. Hallo, entschuldige, ich habe keine Zeit für Endigerschen. Snowdin wird geschlossen, da wir alle zur Oberfläche möchten. Achso, dem Kind? Das ist doch nur ein Substitut, oder? Ach nee, Quatsch. Mama sagt, wir können jetzt zur Oberfläche gehen. Aber was ist so toll daran? Ich will nicht gehen. So, jetzt muss ich noch den Shopkeeper-Bunny sprechen. Sollen wir einen Namen geben? Hallo Reisender, wie kann ich helfen? Was ist passiert? Ich meine, dir ist das auch passiert, nicht wahr? Da war ein komischer weißer Lichtblitz. Dann fühlte es sich an, als würde mein Körper in etwas hineingezogen werden. Dann war plötzlich alles wieder normal. Menschen. Ich hörte, es liegt daran, dass hier ein Mensch ankam. Ein Mensch, kaum zu glauben. Wenn er hier vorbeikommt, gebe ich ihm eine heldenhafte Begrüßung. Hallo, wir sind's. Ruinen. Hast du es schon gehört? Die Ruinen wurden geöffnet. Jetzt pass auf. Sie wurden von innen geöffnet. Scheinbar war die Königin dort für wer weiß wie lange. Kaum zu glauben, was? Zukunft. Naja, ich werde wohl zur Oberfläche umziehen. Viel mehr habe ich momentan nicht im Sinn. Geh. Was mir aufgefallen ist, keiner scheint zu wissen, wie ein Mensch aussieht. Wie lange ist es her, dass der letzte Mensch da runtergekommen ist? Viele glauben, dass es um die 100 Jahre waren. Ach du meine Güte, So, ich gehe nochmal zu River Person, denn ich bin mir doch ziemlich sicher, wir sollten nochmal mit dir reden, on-screen, weil nachdem wir beim ganz am Ende sind, werden wir wohl off-screen gehen, um zurückzulaufen. Mit wem willst du reden? Lala, möchtest du mitfahren? Okay, dann sagt River Person hier nichts Besonderes. So. Es gibt doch noch eine ganz bestimmte Person, mit der wir reden wollen. Ja, schon klar. Deswegen gehen wir unter anderem diesen Weg. Aber auch mal allen anderen hier Hallo zu sagen. Den Weg der Entschlossenheit. Determination. Währenddessen sind wir gelb. Die ganze Zeit waren wir gelb. Warum sind wir gelb? Weil wir Asiaten sind? So, das war jetzt sehr rassistisch. Ja, aber irgendwie sehen wir schon asiatisch aus. Das stimmt schon, ja. Und das ist nicht rassistisch gemeint. Das hat irgendwie so den Touch... Diese dunklen Haare, die etwas gelbere Haut, die nun mal so ist. Ja, sie haben irgendwie meistens so eine ockerfarbene Haut. Eine Eiscap. Du bist dran. Ja. Vielleicht beachtet mich ja jemand an der Oberfläche. Es gibt da so viele Leute. Jemand muss mich beobachten. Oder nicht? Bestimmt, weil wir sie immer ignoriert haben. So, da unten genau ist Griffpott. Alle scheinen zu gehen, was? Zum Glück. Vielleicht wird es dann endlich einmal friedlich und ruhig. Das ist irgendwie so ein typischer alter Mann, oder? Ja.
Gaslighting. Wie, was haben wir auf dem Kopf? Mal sehen. Ein Hut. Das Puzzle müssen wir nicht mehr lösen. Nö. Halt, Moment, ich glaube, wenn wir da runtergehen, ist da auch noch eine Eiscap, ja. Ja. Die sieht immer noch weird, ich nehme ihn da. Jetzt weiß ich, wie ich mich abheben kann. Ein Ohrenpiercing! Warte! Du hast keine Ohren. Richtig, das war vermutlich mit Warte gemeint. Wir sind alle frei? Okay, okay. Ich hänge woanders ab. Weiß der Hund Bescheid? Wahrscheinlich nicht, oder doch? Also er ist jedenfalls nicht mehr hier, das ist nämlich Lizard Dog Station. Ja. Das Farbenpuzzle. Sieht aus, jetzt, sieht aus, als hätte jemand irgendwie ein Genitalie verpixelt. Also wirklich. Du bist so schmutzig. Du auch. Ich weiß. Haha. Hey, ich denke, wir sollten zur Oberfläche gehen. Da gibt es doch Wälder, wo wir leben können, richtig? Gibt es, ja. Auch jede Menge kalte Wälder. Ihr findet schon einen kalten Platz für euch. Meinst du einen coolen Place für sie, hä? Das war nicht Snowdrake, das war Chilldrake. Na und trotzdem. Ha! Nach all der Zeit denkst du noch immer an meinen Hut. Bitte? Ich glaube, es gibt immer nur ein Monster pro Zone normalerweise. Kann sein. Also pro Raum. So, aufgepasst. Sendungsheets von Papyrus. Da, die Spaghetti noch immer hier sind, werde ich sie der Öffentlichkeit spenden. Das ist wie ein Spielplatz für den Mund. Nyehe, Papyrus. Kinderwortsuche. Ich beobachte gerade unsere Katze, wie sie einen Schmetterling beobachtet. Oh, das sieht süß aus. Oh Gott, wie goldig. Bitte komm nicht runter, Schmetterling, sonst bist du tot. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, sie hat ihn nicht erwischt. Und dann hängt sie jetzt im Netz. Nee, der ist... Nee, sie wird da schon freikommen. Aber okay. Der Schmetterling hat überlebt. Das war eben echt spannend. Ja. Jetzt ist sie angepisst. Du bist dran. Ja. Ich hab Angst, dass ich nicht mehr jugendlich bin, wenn ich älter werde. Nein, ich weigere mich. Ich führe notfalls einfach neue Zahlen ein. Du willst nicht erwachsen werden. Was, hat denn schon mal eine Drache so ein Lied gesungen? Stimmt. Gott, das ist zu alt, da weiß, das erinnert sich bestimmt niemand mehr dran, der nicht in unserem Alter ist. Ja, also wer erinnert sich an das, was wir gerade gesagt haben? Schreib's in die Kommentare. Jupp, ach, den haben wir. Ah, ich kann fühlen, dass du dich gut um das Teil gekümmert hast. Ist die Barriere offen? Falls es in Ordnung wäre, könntest du das Teil an die Oberfläche bringen? Das wäre wirklich toll. Ach ja, holen wir es mal aus der Box. Und es ist vor seinen Augen. Nein, 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 ich hab einen Traum gelagert. Wie hab ich das denn gemacht? Mit was? Traum, bei 12 HP, das Ziel der Entschlossenheit. Togo ist nicht mehr hier. So, Papa Snowdrake. Oh, ich glaube, jetzt hängt die Katze fest. Oh, dann hol sie mal raus, bitte. Ja, ich rede die Leute hier. Die Doktorin, sie hat meine Frau von den Toten zurückgebracht. Oh, hilf ihr. Mein Sohn, er ist wieder glücklich. Unsere Familie, sie ist größer denn je. Jetzt, wo meine Frau mit 16 anderen Leuten kombiniert wurde. Snowy. Mama teilt ihr Gehirn jetzt zwar mit anderen Leuten, aber sie ist noch immer Mama. Und das ist cool. Denn, wir sind aufs Eis und so. Was? Das ist ein Witz! Lache! Ich zeig mir wieder Fists lachendes Gesicht. Ja, okay. So, du hast Clara befreit, ja? Ja, die war echt total panisch und kam da nicht mehr raus. Ja, das ist immer ein Problem. Wenn die Katzen sich... Also die Clara wird immer total panisch, wenn sie sich irgendwo verfängt. Wie jedes Tier. Ja, die ist jetzt ein bisschen hinüber. Fast bei den Ruinen. Anstrengend. Dabei mache ich doch gar nicht die Fußarbeit. Oh, ich muss gerade nochmal ans Handy gucken. Dimensionsbox. Da haben wir noch das alte Tür, das ist gut. So. Wenn ich will.
Dieses Item wollte ich abgelegt haben. Okay. Ich habe immer noch 6 Träume im Inventar. Ah, wozu? Das wirst du dann noch sehen. Okay. So, jetzt können wir nämlich wieder in die Ruinen. Lang, lang ist's her, hm? Habt ihr mitgezählt? Wir haben nichts zu sagen, außer im Takt die Musik zu schwingen. Lang ist's her, dass wir hier lang gelaufen sind. Nicht schlecht. Improvisierte Texte kann ich nicht. Ich kann einfach nicht mitsingen, weil mir einfach nichts einfällt. Ich habe einfach das wiederholt, was du gesagt hast. Aber trotzdem war's schön. Ich beneide jeden Let's Player, der sowas gut kann. Looks like Link ist echt gut darin. Ach, wenn etwas Zeit könnte ich da bestimmt auch einen schönen Text zu schreiben. Mach doch! Dann brauchen wir nur jemanden, der ihn singt. Oder willst du selber singen? Ich finde, du singst ziemlich schön. Okay. So, du bist dran. Ja. Quack, quack! Wahrscheinlich Ruinen stehen endlich offen. Vielleicht sollten wir uns auch einmal nach draußen wagen. Wie? Die Barriere ist ebenfalls offen? Dann sollten wir direkt aufbrechen, nicht wahr? Schöne Aussicht. Das alte Zuhause. Es wird jetzt ein bisschen Fußweg durch die Ruinen geben. Wenigstens gibt es hier keine Monster mehr. Ja. Also natürlich gibt es noch Monster, aber sie greifen uns nicht mehr an. So. Die Rätsel sind alle erledigt. Ja, die müssen wir nicht mehr machen. Obwohl doch, ich glaube, dieses dumme Blätterrätsel. Hm? Achso, stimmt, das müssen wir machen. Wir nicht lang. Dann einfach durchlaufen. So, vorgänzt, ich bin dran. Quack, quack. Endlich kann ich all die pinken Namen entfernen. Jeder hat dir heute einen großen Gefallen getan. Respektiere das bitte. Quack, quack. Hast du jemals den vierten Frosch gefunden? Jo. Quack, quack. Sag mir ja. Jetzt, wo deine Reise zu Ende ist, hast du bestimmt Zeit, mir zuzuhören. Die meisten Leute überspringen meinen Dialog durch Drücken von X. Das stimmt. X drücken. Du bist erwachsener geworden, nicht wahr? Yeah. Mein Mann hat gerade Clara auf den Arm genommen, so süß. Och. Zuerst nicht mit der Linksaktion, jetzt das. Cuteness overkill. Hey. Redet er eigentlich noch mit uns? Der Ausgang steht offen, dann rolle ich mal dahin. Hey, könntest du mich anschubsen, Mäuschen? Probier's. Ich kann nicht. Also bist du einfach nur ein Arschloch. Das ist mir wahrscheinlich so. Shit. Ja, ich hab nicht hingeschaut. Kannst einfach jetzt durchgehen, ist auch okay. Ach ja, stimmt. Den Rückweg müssen wir uns wieder merken. Jo, den müssen wir uns merken. So, hier müssen wir leider runterfallen. Quack, quack. Ich bin wieder dran. Achso, ich hab ja den Kill gesprochen. Scheint's, als wärst du einer sorgfältigen und pflichtbewussten Person geworden. Egal, ob das aufgrund meiner Ratschläge geschah, ich bin stolz auf dich. Quack. Tja, das war der lange Hallway. Ich laufe jetzt mal einfach geradeaus und nicht hin und her. Oh mein ich Gott. Spreche die Regeln. Kannst du nur... Ach, können wir nur, dass die Katze herkommt. Wenn der Part vorbei ist, müssen wir ihn erstmal essen geben. Jupp. Der nächste Part ist dann eh nur noch das Ende. Das ist jetzt ein bisschen... Das willst du separieren? Na ja, gut. Okay. Ja, das separiere ich. Weil ich will doch, dass Leute den Part überspringen können. Das ist ein gefährliches Rätsel. Das hätten wir ohne sie geschafft, weil die Stacheln uns nie wirklich wehtun. Ja, ich weiß, aber Toriel halt. Oh mein Gott, das ist so gefährlich für dich. Der Dummy. Ich kann nicht mit ihm reden. Was? Okay. Man kann den Dummy übrigens auch angreifen, wenn man will. Yep. Er sagt Toriel oder sowas wie, aber nein, wir hauen den Dummy doch nicht. Gleich am Ziel. Hm, zack. Ach, schau mal einer an. Hm. Hallo, Esfiel. Kümmere dich nicht um mich. Jemand muss sich um diese Blumen kümmern. Frisk, bitte lass mich alleine. Ich kann nicht zurück. Ich kann einfach nicht, okay? Ich
Ich möchte ihre Herzen nicht immer und immer wieder brechen. Wir wollen dich mitnehmen. Es ist besser, wenn sie mich nie wiedersehen. Warum bist du noch immer hier? Versuchst du mir Gesellschaft zu leisten? Frisk. Hey, darf ich dir eine Frage stellen? Frisk, warum bist du hierher gekommen? Jeder kennt doch die Legende, nicht wahr? Reisende, die Mount Abbott erklingen, verschwinden einfach. Frisk, warum würdest du einen solchen Berg überhaupt erklimmen? War es aus Torheit? War es Schicksal? Wir wollten ein Abenteuer erleben. Oder war es wegen dir? Hä, verstehe ich nicht. Nun... Selbstmord? Achso, ja, stimmt. Nur du kennst die Antwort, oder nicht? Aber ich habe meine eigene Theorie. Ich glaube, ich werde eine FF dazu schreiben. Okay. Ich weiß, warum Hikari den Berg erklomm. Es war aber kein positiver Grund. Frisk, ich möchte ehrlich zu dir sein. Hikari hasste die Menschheit. Huch, das ist ein bisschen kaputt. Ja. Warum darüber sprachen sie nie? Ja, dieses Gefühl war fest verankert, aber wieso reden sie eigentlich die ganze Zeit mit Mehrzahl über... Wegen dem Say-Sem-Pronoun, Gender-Neutral-Pronoun im Englischen. Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem, ich find's halt komisch. Frisk, du bist wirklich anders als Hikari. Obwohl ihr ähnliche, Mode trägt. Ich weiß nicht, warum ich mich so verhielt, als wärt ihr gleich. Vielleicht ist die Wahrheit, dass Hikari nicht die tollste Person war. Nun, Frisk, du bist die Art von Freund, die ich mir immer gewünscht habe. Vielleicht habe ich da etwas auf dich projiziert. Um ehrlich zu sein, als Blume tat ich einige seltsame Dinge. Jenen umzubringen? Ja. Es gibt da noch eine letzte Sache, die ich dir sagen muss. Frisk, als Hikari und ich unsere Seelen verbanden, war die Kontrolle über unsere Körper zwischen uns geteilt. Sie suchten sich den passenden Körper aus. Als wir das Dorf betraten, waren sie diejenigen, die unsere ganze Macht nutzen wollten. Ich war derjenige, der sich wehrte. Und dann, wegen mir... Naja, deswegen wurde ich zur Blume. Frisk, die ganze Zeit beschuldigte ich mich selbst deswegen. Deswegen erlangte ich diese furchtbare Weltanschauung. Töten oder getötet werden. Aber jetzt, nachdem ich dich traf? Frisk, ich bereue meine Entscheidung nicht länger. Ich tat das Richtige. Hätte ich diesen Menschen getötet, würden wir wieder Krieg mit den Menschen führen. Und schlussendlich wäre alles beim Alten, nicht wahr? Dennoch bin ich traurig darüber, wie lange alles dauerte. Vielleicht war es nicht die ideale Entscheidung. Aber man kann nicht sein ganzes Leben Entscheidungen bereuen. Naja... Viel bleibt mir von meinem Leben sowieso nicht mehr. Aber es spielt wohl keine Rolle. Frisk, danke, dass du mir zugehört hast. Du solltest wirklich wieder zu deinen Freunden gehen, okay? Oh, und bitte. Wenn du mich in der Zukunft siehst, denk nicht, es wäre wirklich ich, okay? Ich möchte, dass du dich so an mich erinnerst wie jetzt. Als jemanden, der zumindest kurzzeitig dein Freund war. Oh, und Frisk? Sei vorsichtig da draußen, okay? Entgegen der Meinung der anderen ist es dort nicht so nett wie hier. Es gibt da draußen eine Menge Flowies. Leider. Ja. Nicht alles kann durch Freundlichkeit gelöst werden. Frisk, töte niemanden und lass dich nicht töten. Alles klar? Das ist das Beste, nach dem du streben kannst. Naja, man sieht sich. Frisk, hast du nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel Let's Plays machen. Hm. Ist auf der falschen Seite gemacht? Oder ist es nur im Englischen? Eigentlich müsste, wenn man den Herzanhänger hier wegwirft, nämlich sein, man legt ihn aufs Grab. Oder hätte man benutzen machen müssen. Oder hättest du auf die Blumen machen müssen. Hm, jetzt habe ich es falsch gemacht, shit. Tja, zu spät. Naja, jedenfalls beenden wir hier den Part und sehen uns dann in dem Raum mit unseren Freunden wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir verabschieden uns mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.